Leute, uns ist eins bewusst geworden. Wir haben die ganze Zeit keinen Sport gemacht, weil wir weder die richtige Mucke hatten, noch die richtige Kleidung. Wir haben jetzt die richtige Kleidung am Start, wir haben eine richtige Mucke geschrieben. So, und jetzt geht's nämlich ab. Wir haben einfach Blut geleckt. Ja. Und zwar das ganze Blut haben wir geleckt. So. Richtig. Wir wollen besser werden, wir wollen die Besten werden. Und wie wird man zum Besten? Wie? Indem man von den Besten lernt. So, Leute. Ganz richtig. So. So, Mädels, ich bin heute hier, weil ich aus euch richtige Kerle machen möchte. Also, wir gehen jetzt mal richtig Gas und trainieren. Kommt mal mit, eine Reihe bilden und dann laufen wir uns mal ein. Ja, klar. Ja, klar. Let's go! Ja. 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 Ja, klar. Okay, wir machen jetzt Lauf-ABC in die Richtung. Lauf-ABC? Ja, ich mach vor, also Fußgelenksläufe, halbe Höhe. Das sieht so aus. Zack, 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 zack. Das macht ihr jetzt bis... Komm, wir machen entspannt, wir machen bis hier. Okay? Okay, und könnt anfangen. Nico, mehr von Stille. Hä? Also, echt so, ganz langsam? Ja. Oh. Alles klar, wieder zur Linie, nächste Übung. Ja, sehr. Ja, bis hier? Ja. Jetzt bist du. Okay. Und dann sieht man schon aus. Dreimal. Reicht. Knackiges Mann. Knie hoch. Jetzt Fersen zum Gesäß. Bei mir sieht es so aus, ich kann es nicht. Aber ihr kriegt das bestimmt besser hin. Ja. Bei mir wird es genauso aussehen. Okay, alles klar. Jawohl. Ja, sehr gut. Oh Gott, ey. Jetzt bin ich blind. Machen wir jetzt ein paar Sprünge. Ja, natürlich. Ganz einfach zum Reinkommen. Machen wir erstmal jeder 10 Sprünge, so Froschsprünge nenne ich das. Ja. Ihr stellt euch hin und dann mit beiden Beinen zack und dann direkt weiter. Zack. Mhm. So, bei uns ist es immer so Glück, Glück. In den Boden wie wir. Ja. Mann, ich spüre hier noch gar nichts. Nein! Boah, Kevin, voll der Streber, ey. Was denn? Ja, der wollte mal auf, dann ist so, ich bin so wie einer von den Rentnern, die so eine Oberklasse-Limousine fahren mit 400-500 PS, aber dann so mit 30 durch die 50er-Zone. Weißt du, was ich meine? Die wissen, dass sie können, aber die machen es nicht. Allein das Gefühl zu haben, zu können, wenn man will, reicht. Das ist so, wenn man im Leben alles erreicht hat und alles schon mal irgendwo weggebumst hat, so, weißt du, also jetzt nicht in eine Kiste, sondern so, sag ich mal, Challenge-mäßig, so Live-Challenge-mäßig, dann kann man es locker laufen lassen. Ihr habt es gerade einmal kurz gesehen, ich habe gerade einmal kurz Gaspedal ein bisschen angedrückt. Da seht ihr, was in diesem Körper noch steckt. Und jetzt ist wieder Piano. Jetzt ist wieder Piano. Jetzt bin ich wieder der stille Beobachter in dem ruhigen Gewissen, dass ich eh alle fertig machen würde. Auf die Plätze! Fertig! Los! Komm, zieht! Jawohl! Jawohl! Ich bin aber trotzdem schneller! Alte Stabi, wir planken jetzt! Ja. Ihr wisst ja alle, wie planken gehen, oder? Ich keine Ahnung, was planken ist. Planken, nicht pranken. Ich prank dich gleich mal. Ja, sehr. So? Easy, guck dir den Bizeps an. Alter. Ja, kein Problem für mich. Sehr gut! Alter, ich kann ja? Nicht! Was seid ihr für Lappen? Komm, 30 Sekunden! Ich bin Lappen! Durchziehen, ja, 30 Minuten halte ich dann durch, ihr Schreiber! Baumuskeln gehen eigentlich, tut nur unten am Ellenbogen weh, weißt du? Das ist der einzige Grund. Sag mal, ist hier auch noch Platz? Sag mal! Jawohl, das sieht gut aus! So, komm! Okay, Männer, dann lasst uns jetzt mal rüber zum Kugelstoßen. Was machen wir? Kugelstoßen! Was ist das? Die Männerkugel, Wettkampfkugel, genau. Kannst du ja mal. Was hat die so? Die wiegt 7,25 Kilo. Hast du für uns auch eine Fettkampfkugel? Alter! Eine Fettkampfkugel? Musst du einmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob noch der Vater. Daniel! So, ne? Das war ein witziger dann, Witz. Ja, hast du ja nicht gefilmt, ne? Was hast du gesagt? Ja, also. Eine Fettkampfkugel. Das ist geil. Das ist ja meine Sportart, ne?
Und mit dicken Balls kenne ich mich aus. Ich komme nicht mehr so weit, weil ich... Okay, darf ich jetzt nicht sagen, ne? Ich bin ja eigentlich Speerwerfer. Ich habe das bis 2009 gemacht, Kugelstoßen. Mach einen Schritt nach hier hin. Geht runter. Und dann... Bam. So quasi. Aber es zählt der Einschlag, guck, ich bin gerollt, oder? Auf oder so. Genau, du darfst, davor. Ja. Das ist kein Fehler, du darfst davor, du darfst aber nicht drauf. Es hat jemand bei den Paralympischen Spielen jetzt jemand eine Medaille aberkannt bekommen, den Versuch quasi ungültig gegeben, weil der Schnürsenkel drauf lag. Ja. Ist ja eigentlich kein Nachteil, aber der Schnürsenkel lag drauf, Regel ist Regel, ungültig. Also Daniel, ja. Daniel. Okay. Sorry, ich wollte motivieren, aber... Ich bin der Einzige benannt. Jawohl. Aber ja, jawohl. Ja. 23 Meter Wert, also Stoß. Okay, dann mache ich jetzt einfach mal einen Vor, wie beim Speerwurf. Mhm. Hier ist die Abwurflinie und genau, ich mache einfach mal, ich imitiere mal meinen richtigen Anlauf. Mhm. Aber ich brauche euch dabei, ne? Das ist klar. Also ein bisschen hier. Achso. Jawoll! Ja. Bisschen Stimmung hier! Jawoll! Weltmeister! Los! Alter! War knapp? Ich glaube ja. Nico. Ja. Ja, Mann. Jürgen, ich will Bestleistung. Ich will den Rekord. Jürgen, Bestleistung! Nur der Rekord! Okay. Gib alles. Komm jetzt! Jürgen! Jürgen, ich fühle den Speer! Du fühlst es? Ah, 100 Meter! Aus dem Sektor! Leider ungültig! Egal, ich verspiel's schon mal! So Leute, was geht bei euch? Nächste Einheit hinter uns gebracht. Wir sind heiß wie Frittenfett. Wir können es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu kommen. Und wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, bis Pumpet rauskommt. 3.12. Leute, check das Ding aus. Dann ist das Sixpack zurück und wir sind bereit für die Bühne. Seid ihr am Start? Ja, Mann! Sehr gut. Ich muss los.